Skateboarder, Musiker, Fotograf. Derjenige, der Style und Flow ins Streetskaten brachte. Der König der No Complies. Das ist Ray Barbie. Ray Barbie is the king of street skating to me. All around, the greatest street skater. Ray Barbie is one of the most stylish skaters that's ever stepped on a skateboard. Everything he did looked cool. Geboren am 5. Oktober 1971 in San Jose, Kalifornien, fing er 1983 im Alter von 12 Jahren mit dem Skaten an. Durch einen Freund aus seiner Nachbarschaft, der im Sommer zwischen der 6. und 7. Klasse ein Skateboard zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, ein Variflex Spectra, ist es um ihn geschehen und ihm war klar, dass er unbedingt skaten will. I saw his skateboard and I was just like, man, I want one of those. That looks fun. Der Vater seines Kumpels hat ihm daraufhin ein altes Brett aus den 70ern geschenkt, ein Sims Wood Kick. It's called a wood kick because they didn't do the mold, right? They added the piece of wood on it to create the kick. So I guess that piece right there was the wood kick. Nach den Sommerferien hingen die beiden in der Nähe der Skater an ihrer Schule ab, ohne sich an diese näher heranzutrauen. The surfer skater wall. Absolutely. And me and Danny were like, we knew, like, we wanted to be with you guys. So we would try to just go hang out at the wall. Someone came over, and once they found out that we skated too, it was like, come hang with us. So wurden die beiden in die Welt des Skateboardens herangeführt. For me, that was a huge paradigm shift, because my world just changed forever. Was Ray an dieser Gruppe am meisten beeindruckte, war, dass sie neben dem Skaten auch andere kreative Sachen machten, wie zum Beispiel musizieren, Skate-Magazine erstellen und Videos drehen. Durch sie wurde auch sein Wunsch, Musik zu machen, geweckt. Sein Vater spielte Saxophon und er wuchs in einem Haushalt auf, in dem viel Musik gehört wurde. Zu Hause schaute er mit seinen Geschwistern oft das damals noch neue MTV und begeisterte sich für Rockmusik, wodurch er dann auch mit dem Gitarrespielen anfing. Beim Skaten hatte er mit großen Hürden zu kämpfen, vor allem wegen seiner Hautfarbe. Er war einer von nur echt wenigen schwarzen Skatern zu dieser Zeit und dies wurde von anderen schwarzen Menschen in seinem Umfeld überhaupt nicht akzeptiert. Warum versuchst du weiß zu sein? Und ähnliche Sprüche musste er sich oft anhören. And so for me, the pushback, if you will, was more from other brothers and sisters, other blacks that were like, we don't do that. To them it's a white sport because it's a derivative of surfing, right? Dass er auch mit rassistischen Anfeindungen von Weißen zu kämpfen hatte, steht außer Frage. I went through a period where I was just like confused with my life. And one of the episodes that I went through was I got chased by skinheads in Huntington Beach one year. Skateboarding has other issues, right? Like, totally. But the skin thing isn't. Ein Freund von ihm, der bis dahin der einzige schwarze Skater an seiner Schule war und gleichzeitig auch der beste Skater an dieser, half ihm sehr zu erkennen, dass er sich auf dem richtigen Weg befand. In seiner neuen Gruppe war die Hautfarbe, Herkunft und sonst was egal. Es ging nur um Skaten. Und das war etwas, was Ray Barbie verdammt schnell, verdammt gut konnte. Auch wenn er heutzutage hauptsächlich als Streetskater bekannt ist, hat er dennoch mit dem Wordskaten angefangen. One of the guys, he had a quarter pipe. We started off there just learning tricks. Bis er sich bei einem verunglückten Trickversuch ein Handgelenk gebrochen hat und sein Vater ihm das Skateboard weggenommen hat und ihm verbot, zu den Rampen seiner Freunde zu gehen. Ray wollte aber nicht mit dem Skaten aufhören. Zu den Rampen seiner Freunde konnte er dennoch nicht gehen, weil sein Vater wusste, wo sich diese befanden. Glücklicherweise hatte ein Kumpel ein Backup-Board. Zusammen mit ihm hat er sich rausgeschlichen und skatete einfach in der Stadt rum. Mit 14 Jahren hatte er das erste Mal Mark Gonzalez, den er sehr bewunderte, bei einem Skate-Contest fahren sehen. Das war auch das erste Mal, dass er überhaupt Profi-Skater live erlebt hat. Was er da noch nicht wusste, Gonz wird wenige Jahre später eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen. 1986 gewann er seinen ersten Skate-Contest. Zu dieser Zeit hatte er noch keinen Sponsor. Daraufhin wurde Elva Skateboards auf ihn aufmerksam, die ihn dann auch sponserten. Nach nur wenigen Monaten wechselte er aber zu G&S und auch hier sollte er nicht lange bleiben. 1987 zog er mit seiner Familie von Nord nach Südkalifornien. Es herrschte zu dieser Zeit eine große Rivalität zwischen diesen beiden Gebieten und die Skate-Stile waren noch sehr unterschiedlich. Was sich für Ray anfangs wie eine, Zitat, Todesstrafe anfühlte, sollte sich als Segen herausstellen. An einem Spot in Huntington Beach, an dem sich Skater zu dieser Zeit oft getroffen haben, traf er auf wen? Richtig, Mark Gonzalez. Und mit diesem und anderen Legenden des Skateboards, wie Natas Kaupers, Jason Lee, Jeremy Klein und so weiter, war er fortan sehr oft unterwegs, was sich natürlich auch auf sein Skaten auswirkte und er sich in wahnsinniger Geschwindigkeit verbesserte. Im selben Jahr traf er bei einem Skate-Contest im Velodrome in Carson City auf Stacy Peralta. And at the end of that contest, I saw Chet pointing at me with Stacy, and then
they walk over to me and Stacy introduced himself and he's like, how would you like to ride for Palo Peralta? And wow. I was sick. I was like, yes. 1988 war er das erste Mal in einem Skate-Video zu sehen. In Sick Boys von Mad Dog Productions, eine Firma, die Action-Sportfilme produzierte und erst kurz zuvor gegründet wurde, steuerte er ein paar Clips bei. Im selben Jahr kam auch das Video Public Domain von Paul Peralta heraus, wodurch er auch überregionale Bekanntheit erreichte. Hier hatte er seinen ersten richtigen Videopart. Naja, mehr oder weniger. Diesen musste er sich nämlich mit Steve Says, Chet Thomas und Eric Sanderson teilen. Yeah, it was called the Rubber Boys, that segment. And it's funny, because Stacy wanted it to look like One Day. So I remember we skate, like get going at like 7 in the morning, be done at like 8 at night or whatever. And he'd want us to put on the same clothes the next day, and we did that for 3 days straight. Die Rubber Boys, wie sie in diesem Video genannt werden, leiteten eine Zeitenwende bei Paul Peralta ein, da die Firma eher für Vert Ramps und Freestyle Skaten bekannt war und die Jungs hatten einen reinen Street Skateboarding Part, welches Ende der 80er noch in seinen Kinderschuhen steckte. We had a lot of fun just kind of stumbling across things and making up tricks, and I think a lot of the stuff that we stumbled on were things that people had never seen. Dabei stach vor allem Ray mit seinen Kickflip 50-50s, den langen Lines, seinem Style und Flow und vor allem seinen unzähligen No-Comply-Variationen heraus. Auch wenn er den Trick nicht erfunden hat, von nun an war er der König der No-Complies. Oder wie dieser Trick damals noch genannt wurde, Step Hops. Randy was the first one that I seen, he called them Step Hops. But Randy was the first one that we seen do it off the ground like an ollie, right? And so you use this part of your leg to bounce, you know, to level the board out. Kein anderer Skater machte sie so gut in so vielen Variationen und vor allem nicht so verdammt stylisch wie er. Im Jahr darauf erschien das nächste Paul Peralta Video, Ban This, und in diesem hatte Ray seinen ersten eigenen Part. Mit diesem festigte er seinen Status als einer der besten Street Skater des Planeten Ende der 80er. One of the funnest aspects of filming Ban This was just the time I spent with Stacy. It was me showing up to Stacy's office in Burbank. And then hopping into Stacy's Volvo, us just cruising around LA. Im Oktober 89 erschien auch seine erste Werbeanzeige und dabei wurde auch sein erstes eigenes Pro-Model Board vorgestellt mit dem berühmten Ragdoll-Motiv, welches von Sean Cliver entworfen wurde. Hiermit stieg er offiziell zum Profi-Skater auf. When I first turned pro, this was my board graphic. This board is where it all started, means so much to me because of the time where it was in my life, the time where it was for Paul Peralta and the new direction that they were going towards. 1990 erhielt er seinen ersten Schuhsponsor mit Airwalk. Nach kurzer Zeit wechselte er aber zu Vans, was sich zu einer never-ending love story entwickelte, da er bis zum heutigen Tage immer noch für Vans skatet. Im selben Jahr erschien auch das nächste Paul Peralta Video mit dem Titel Propaganda, was zu dieser Zeit noch niemand wusste. Es sollte das letzte dieser Marke sein. Once Stacy left, there was a sense of like, captain's gone, who's steering the ship? We were just kind of still, I was kind of like, huh, what's going on? And im Jahr darauf verließ Stacy Peralta die Firma aufgrund Differenzen mit George Powell. Die Firma arbeitete von nun an unter dem Namen Powell weiter. Für das Skate-Team hieß es aber, hier ist Schluss. Lance Mountain, der ebenfalls bei Powell Peralta Teammitglied war, wollte daraufhin sein eigenes Ding starten und fragte Ray an, ob dieser mit an Bord sei. Lance was like, hey, I'm gonna do this, you wanna be a part of it? And I was like, please. So gründeten die beiden The Firm. In den folgenden Jahren schlossen sich unter anderem auch Bob Burnquist und Rodrigo TX diesem Team an. Im Oktober 91 war er außerdem das erste Mal auf einem Fresher Cover zu sehen, mit einem Frontside Flip. Im Jahr darauf erschien dann auch das erste Video von The Firm mit dem Titel La Buena Vida. In dem 1995 erschienenen 411 Video war er im Profiles Abschnitt zu sehen. Die Musik für seinen Part stammt außerdem von ihm. Er hat den Song extra für diesen Part geschrieben und eingespielt. By that time of the 411 profiles, like I had been playing in bands and stuff, and so I always had the idea of like, oh man, would you write a song for my own part or whatever, do your own music kind of. Zu dieser Zeit widmete er sich auch immer mehr dem Musizieren. Er spielte oft kleinere Konzerte und wirkte in verschiedenen Bandprojekten mit. Außerdem fing er in dieser Zeit auch mit dem Fotografieren an. Seine erste Kamera war eine Yashica T4, die ihm von Joe Brook während eines Skate-Trips empfohlen wurde. During that trip, I was just thinking like, man, like, why aren't I like documenting this? The photographer on that tour was my friend Joe Brook, and he's like, when we get to New York, I'm gonna take you to the store, and he's like, we'll get you a T4.
Aus diesen Gründen dauerte es auch bis zum Jahr 1999, als es wieder etwas Videomaterial von ihm gab. Im Deluxe-Video Worldwide Distribution steuerte er ein paar Tricks bei. 2002 erschien sein Debütalbum Triumphant Procession. Danach ging es bei ihm aber wieder mit Skateboarden weiter. 2003 wirkte er in The Firms Video Can't Stop mit, sowie im Jahr darauf in Riding Shotgun with Vigor. 2005 war er auch in Thrasher's King of the Road zu sehen und im selben Jahr veröffentlichte er auch sein zweites Album in Full View, bei dem er jedes Instrument selber einspielte. Im März 2006 gab Lance Mountain bekannt, dass sich The Firm auflösen wird und Ray schloss sich daraufhin Element an. You know, so when Lance pulled the plug on The Firm, that was like, that was a loss. But man, I can't say enough about what I learned through that experience, what we went through during the ups and downs of The Firm. And thankfully, Element saw worth in what I could bring to what they're doing and gave me an opportunity to be a part of the team. And so I definitely didn't want to go anywhere else. In the sense of I didn't want to leave skateboarding. Zur selben Zeit erhielt er auch ein Sponsoring von Fender, die zu den bekanntesten Gitarrenherstellern zählen. Weitere Videoparts folgten 2006 in First and Hope von Elwood Clothing und 2007 in This Is My Element. 2009 und 2010 war er außerdem in den EA-Spielen Skate 2 und 3 vertreten, im zweiten Teil sogar als spielbarer Charakter. Auch in dem allerersten Skate-Video von Vans, welches 2015 erschien, hat er mitgewirkt. Außerdem 2016 in Zygote von Element. Im Jahr darauf wurde er von Transworld mit dem Legend Award ausgezeichnet und 2018 veröffentlichte er sein drittes Album Tierra for Computer. Ihr seht schon, der Kerl nimmt den Fuß einfach nicht vom Gaspedal. Unfassbar. 2020 verließ er dann Element und schloss sich Crooked Skateboards an. Man muss bedenken, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits 49 Jahre alt ist und es scheint so, als ob sich hier so eine Art Kreis schließt, denn die Firma gehört niemand geringerem als seinem Kumpel Mark Gonzalez, einem seiner größten Vorbilder aus seinen Teenager Jahren, welcher ihn in den 80ern auch unter seine Fittiche nahm. Ach ja, und im selben Jahr wurde er außerdem in das Skateboarding Hall of Fame aufgenommen. 2021 folgte eine Kooperation zwischen Leica, Vans und ihm, bei der eine Kamera mit dem typischen Checkerboard-Muster von Vans und seiner Unterschrift vorgestellt wurde. Und 2022 erschien ein neuer Vans-Schuh zu seinen Ehren. Vans hat sich hierbei mit Crooked Skateboards zusammengetan und Natas Kaupers für das Design gleich mit ins Boot geholt. Mittlerweile lebt er zusammen mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Long Beach, Kalifornien und macht das, was er schon die letzten 40 Jahre macht. Skateboarden, musizieren und fotografieren. Und es sieht nicht im geringsten danach aus, dass er auch nur eines davon in naher Zukunft aufgeben würde. Ray Barbie gehört definitiv zu den größten Legenden im Skateboarden, der aber leider bei solchen Listen zu oft übersehen wird. Nur wenige können von sich behaupten, so ein atemberaubendes Leben geführt zu haben und dabei so viele positive Vibes versprüht zu haben. Und das Gute ist, er macht einfach weiter, immer weiter.